Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie man diese tolle Box bastelt, in der sich Pralinen verbergen, die ein Geldgeschenk sind. Das ist ein super Geschenk zu einer Hochzeit. Also viel Spaß bei meinem Video. Wir beginnen mit der Pralinschachtel. Hierfür müssen erst einmal einige Falzlinien gezogen werden. Ich zeige euch jetzt nicht den kompletten Prozess, zeige euch jedoch gleich eine Skizze, auf der ihr die Maßangaben entnehmen könnt und schreibe auch noch alles in die Infobox. Das Papier hat ein Maß von 24 x 34,5 cm und wird dann entsprechend gefalzt. Die Falzlinien werden jeweils bei 0,5 cm an allen Seiten gezogen und dann jeweils noch an den schmalen Enden bei 3 cm und an den langen Enden bei 2,5 cm. Dann wird noch jeweils von den beiden schmalen Enden eine Falz bei 16 cm gezogen, so dass in der Mitte ein Spalt von 2,5 cm entstehen sollte. Wie gesagt, ihr könnt alles dieser Skizze entnehmen. Wenn ihr das nicht richtig lesen könnt oder nochmal genauer sehen wollt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Infobox. Dann sende ich euch diese Skizze noch einmal als PDF-Dokument zu und ihr könnt alles noch einmal ganz genau ansehen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich jetzt den ganzen Prozess nicht einmal mitfilme, weil das Video sonst sehr, sehr lang werden würde. Aber die Falzlinien bekommt ihr sicher auch so gut gezogen. Nun wollen wir mit dem Schneiden beginnen. Da könnt ihr jetzt gut in dem Video sehen, an welchen Punkten ich einmal einschneide. Hier beachtet ihr bitte, dass ich einmal eine falsche Falz gezogen habe, wie ihr dort jetzt sehen könnt. Das missachtet ihr jetzt bitte einfach einmal. Die kann einfach ignoriert werden und man sieht sie später aber auch gar nicht. Also wenn euch das jetzt auch passieren sollte, ist das gar kein Problem. Wenn die Einschnitte, wie ich sie gerade gezeigt, vorgenommen wurden, geht es dann ans Falzen. Und zwar könnt ihr das jetzt alles sehr gut in dem Video sehen und ich hinterlege das jetzt einfach mit Musik und ihr könnt euch das dann in Ruhe anschauen. Nun müssen wieder einige Einschnitte vorgenommen werden. Und zwar wird hier eine kleine Ecke abgeschnitten. Dieser Rand von 0,5 cm an dieser kleinen Ecke an jeweils beiden Seiten, so dass sich das dann besser kleben lässt.
Nun gehen wir auch gleich dazu über, das Ganze zusammenzukleben. Ich nutze dazu den Quick Dry Tacky Glue, da der sehr gut klebt und auch relativ schnell trocknet, so dass die Box dann schnell hält und nicht man da so lange festhalten muss. Selbstverständlich könnt ihr aber auch jeden anderen Bastelkleber, der für Papier geeignet ist, verwenden. Hier wird nun noch diese Lasche mit Kleber eingestrichen und an der Unterseite der Box festgeklebt, so dass wir nun einen Deckel und eine untere Seite der Box zur Verfügung haben. Ja, genau. Manchmal ist es nicht so einfach, das im Bild zu kleben, deswegen mache ich das außerhalb des Bildes. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ihr könnt das ja alles ganz gut sehen, denke ich mal. Nun wird noch die vordere Lasche hier festgeklebt, so dass unten ein kleiner Kasten entsteht, in dem dann später die Pralinen untergebracht werden können. Nun müssen noch an der Oberseite, also am Deckel der Pralinschachtel, die Ecken abgeschnitten werden, so dass sich das Ganze ein bisschen besser verschließen lässt und die Box auch geschlossen hält. Das Inlet der Pralinschachtel habe ich jetzt aus einer anderen Pralinschachtel, in der richtige Pralinen waren, genommen und bringe es hier unter. So, jetzt geht es erst einmal zur Dekoration der Schachtel und später widmen wir uns dann den Pralinen. Da die Dekoration sicher bei euch ganz anders ausfällt als jetzt bei mir, weil ihr nicht die gleichen Materialien zur Verfügung habt, mache ich das wieder im Schnelldurchlauf und hinterlege das mit Musik und ihr könnt mir ein bisschen dabei zusehen und ein paar Inspirationen gewinnen. Die Innenseite der Box gestalte ich wieder mit diesem gleichen Organza-Band, wie ich den Deckel gestaltet habe. Ich finde es ganz schön, dass sich diese Form dann wieder aufnimmt im Inneren der Box und ich finde es auch schön, dass man dann nicht einfach nur die Pappe drinnen hat, sondern das Ganze noch ein bisschen schön verziert ist. Ihr könnt übrigens in der Infobox noch einmal nachlesen, welche Materialien ich alles verwendet habe und was man alles benötigt und was auch optional benötigt wird. Also dieses Inlet müsst ihr natürlich nicht unbedingt machen.
Das könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Ihr braucht auch nicht unbedingt diese Form für die Pralinen, sondern könnt die Pralinen auch einfach so reinlegen oder festkleben, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt und wie ihr das gerne gestalten möchtet. So, nun fangen wir an, die Pralinen zu gestalten. Und zwar benötigen wir dafür einiges an Origami-Papier und ein paar Perlen und Knöpfe, um das Ganze zu verzieren. Wir beginnen nun mit einer viereckigen Praline, wie ihr sie auch oben in dem Kästchen schon sehen könnt. Ich habe schon einige vorbereitet. Und zwar halbieren wir hierfür einmal ein Stück Origami-Papier und falten das dann immer so stückchenweise, wie ihr das jetzt in dem Video sehen könnt. Dann noch einmal diesen Streifen auch so aufrollen und das Ganze dann am Ende ein bisschen festkleben. Nun schauen wir gleich, ob das Ganze so in die Form passt, weil ich das einfach so gefaltet habe, ohne jetzt alles abzumessen. Und dann sehe ich natürlich, dass es nicht ganz passt. Und deswegen schneide ich dann noch ein Stück ab. Also es ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht gleich so faltet. Ihr könnt das natürlich auch alles ausmessen. Nur ich bin nicht so ein Fan davon, ständig alles auszumessen. Deswegen habe ich das einfach so gestaltet. Ich zeige jetzt exemplarisch von jeder Pralinenart eine. Jetzt gehen wir über zu der runden Praline. Dort nehmen wir auch wieder so ein halbes Blatt Origami-Papier und ja, wie ihr das faltet, seht ihr jetzt in dem Video und dann wird wieder ein Stück festgeklebt und das Ganze dann auch wieder aufgerollt. Und für die runde Praline brauchen wir noch ein zweites Stück Origami-Papier, was dann auch wieder halbiert wird. Das zweite Stück Origami-Papier wird dann natürlich auch wieder gefaltet, wie ihr das im Video sehen könnt. Und die beiden werden dann ineinander aufgerollt, sodass wir eine runde Praline haben. Dafür nehmen wir jetzt gleich wieder das erste Stück Origami-Papier und rollen das einfach so auf. Dann schauen wir einmal in der Pralinschachtel, wenn wir eine nutzen, ob die Größe ungefähr stimmt, ob die Größe in dieses Loch, sage ich jetzt mal, wo es rein soll, reinpasst. Und wenn das okay ist, können wir das einmal zusammenkleben und dann noch das zweite Stück Origami-Papier an das erste Stück rankleben und drumherum rollen. Das wird dann auch wieder festgeklebt, so dass das Ganze ein bisschen fester hält. Das geht jetzt natürlich nur, wenn ihr Papier verwendet. Später mit den Scheinen fixieren wir das dann anders und natürlich nicht mit Klebstoff, da sich das Geld ja noch zum Einkaufen verwenden lassen soll. Damit das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht, nehmen wir jetzt einen Knopf zur Hand und kleben den noch oben auf die Origami-Praline drauf. Knöpfe lassen sich ja in den meisten Haushalten finden, also schaut einfach mal, was ihr da habt und klebt dann einfach so etwas drauf. Ihr könnt auch noch so eine Pralinenhülle nehmen, also so eine Pralinenform und das Ganze da reinstellen. Das sieht auch ganz schön aus, ist aber auch kein Muss, wie ihr an den anderen Pralinen auch sehen könnt. Ich verziere das Ganze dann noch mit einer Halbperle, damit man die Löcher von den Knöpfen nicht so unbedingt sieht. Finde ich auch noch ganz schön, ist aber natürlich auch kein Muss. Da das Ganze ja ein Geldgeschenk sein soll, muss das Ganze natürlich auch noch mit Geld versehen werden. Damit fangen wir jetzt einmal an. Hierfür benötigen wir einiges an Tesafilm und natürlich das Geld, was man verschenken möchte. Hier nehme ich jetzt einiges an Münzgeld, was ich mit Tesafilmstreifen, die ich aufrolle, zusammenklebe. Hierfür kann man natürlich auch doppelseitiges Klebeband oder Fotoecken verwenden, beziehungsweise diese Fotoklebestreifen. Ja, dafür nehme ich jetzt wieder so ein Pralinenförmchen und lege das Ganze einmal da rein. Dann wird das Ganze auch noch mit so einem Organza-Band, welches ich ja auch schon zu den Dekorationszwecken verwendet habe, einfach so einmal umschlagen.
Ich werde den Pralinenkasten jetzt noch einmal ausräumen und die ganzen Pralinen dann noch einmal ordentlich in der Reihenfolge, wie sie dann tatsächlich auch dort drin liegen sollen, noch einmal neu einräumen. Nun machen wir uns an die nächste Praline mit Geld und hierfür benötigen wir wieder etwas Münzgeld und auch einen Schein. Und der Schein wird dann, wie ihr in dem Video sehen könnt, gefaltet und auch aufgerollt zu einer Praline. Selbstverständlich nehmen wir zum Kleben dann jetzt keinen Kleber, sondern einfach einen kleinen Tesastreifen, den wir am Ende des Geldscheines anbringen. Um den Geldschein an der Münze noch etwas zu fixieren, bringe ich dann noch ein bisschen Tesafilm an, den ich so aufrolle, dass er auch doppelseitig klebt und klebe das Ganze dann an der Münze fest. Dann ist die nächste Geldpraline auch schon fertig und ihr könnt dann ja schauen, wie viele Geldpralinen und wie viele Papierpralinen ihr gestalten wollt, je nachdem auch wie viel Geld ihr verschenkt oder welchen Betrag die Scheine bzw. Münzen, die ihr verwendet, haben. Dann werden wir gleich noch eine weitere Praline aus Geld erstellen, und zwar so eine quadratische, wie ihr hier sehen könnt, aus Papier. Die machen wir dann auch noch einmal aus einem Geldschein. Hierfür wird der Geldschein natürlich wieder gefaltet, und zwar so, wie ihr das in dem Video sehen könnt, einmal zur Mitte von beiden Längsseiten und dann noch einmal zur Mitte oder noch einmal mittig gefaltet und das Ganze dann wieder so aufgerollt. Dann ist der Schein auch fertig und ihr könnt das Ganze wieder mit einem Stück Tesafilm bzw. auch einem anderen Klebestreifen einfach fixieren. Ja, dann ist die nächste Geldpraline auch fertig und jetzt habe ich mich dann entschieden, auch unter den anderen Pralinen teilweise noch ein paar Münzen anzubringen. Das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Das könnt ihr dann einfach da unterkleben mit ein bisschen Tesafilm und dann hält das Ganze auch ganz gut. Ich arrangiere das Ganze jetzt so ein bisschen, dass nicht alle Geldpralinen nebeneinander sind, sondern dass das auch ein bisschen durcheinander ist und auch farblich gut passt. Hier habe ich jetzt noch eine Halbperle angebracht und ich fixiere das noch einmal ein bisschen mit Tesafilm, da ich finde, dass das dann doch ein bisschen schöner aussieht. Nun gestalten wir noch so eine längliche Praline, und zwar wird hierfür der Geldschein wieder halbiert und einmal ganz eng aufgerollt. Zur Fixierung wird wieder ein Stück Klebestreifen genutzt, den wir dann an einem Ende anbringen und dort einfach einmal abschneiden, so dass das Ganze hält. Da das Ganze ja so noch nicht so schön aussieht, wird das Ganze noch mit einem Stück Origami-Papier ummantelt. Und dafür schneide ich einfach ein Stück Origami-Papier zurecht, roll den Geldschein ein, fixiere das Ganze wieder mit einem Stück Tesa und schneide das dann einfach ab. Dabei muss man ein bisschen darauf achten, dass natürlich nichts von Geldschein abgeschnitten wird, da man damit ja auch noch bezahlen können sollte. Ja, dann haben wir ein weiteres schönes Pralinchen für unser Kästchen fertig und ich bringe jetzt noch ein paar Verzierungen darauf an. Ist natürlich auch wieder kein Muss, aber ich habe noch diese schönen Perlenherzchen und die klebe ich nun einfach noch einmal auf diesen Pralinchen an. Wie gesagt, ihr müsst einfach mal schauen, was ihr so an Verzierungsmaterial da habt, wo ihr auch noch Münzen unterbringen wollt. Ja, einfach mal schauen und dann... lasst
lässt sich das Ganze ganz individuell verzieren. Und das ist ja jetzt von mir auch nur ein Beispiel und einfach eine Anregung, wie man sowas machen kann. Und ja, da müsst ihr aber eurer eigenen Kreativität auch noch ein bisschen freien Lauf lassen. Hier diese viereckigen Pralinen finde ich jetzt doch noch ein bisschen nackt, wenn man den Geldschein dort so sieht. Deswegen umhülle ich das Ganze auch noch mit ein bisschen Origami-Papier. Hierfür lässt sich übrigens auch super restliches Papier nutzen, was bei anderen Projekten übrig geblieben ist. Es ist einfach eine gute Möglichkeit, das Ganze noch zu verwenden und damit das nicht ewig in einer Kiste liegt, in der noch Restepapier liegt, zumindest ist es bei mir so, lässt sich das hier ganz gut verwenden. Ja, natürlich bringe ich dann auch hier noch ein paar Deko-Elemente an, da ich das so wieder ein bisschen nackt finde. Und zwar entscheide ich mich hier für ein paar Halbperlen. Wenn ich mit diesem Kleber ein bisschen die Kleckste zu groß mache, ist das nicht schlimm, weil der wird später durchsichtig und dann ist das Ganze überhaupt gar kein Drama. Jetzt wird selbstverständlich auch noch die zweite Praline ein bisschen verschönert, also die zweite Geldpraline. Und zwar nehme ich dafür dann wieder ein Stück übrig gebliebenes Origami-Papier und umhülle auch diesen Geldschein noch damit. Und selbstverständlich bringe ich dann auch wieder noch ein paar Deko-Elemente an. Ja, und dann ist unser Pralinenschächtelchen auch schon fertig. Und das muss einfach nur noch das Kästchen hier in die Pralinenschachtel gestellt werden. Man kann das Ganze auch noch festkleben, wie man möchte. Man kann die einzelnen Pralinen natürlich auch noch an der Schachtel festkleben. Das richtet sich natürlich daran, wie das geschüttelt wird oder wie die Pralinen auch so halten. Das kann man dann individuell gestalten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt eine schöne Inspiration bekommen. Und ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!